Heller als Licht ist mein Kanal. Jetzt geht's mal los. Was geht, Leute? Willkommen zurück. Ja, jetzt gibt es hier mal Action. Jetzt geht's mal los hier. Naja, Action. Naja, mehr oder weniger. Wir können ja mal ein bisschen beruhigt an die Sache rangehen. Ja, heute zeige ich euch was in der Sammlung und es ist eine kleine Premiere. Normalerweise gibt es ja nur Spiele in meiner Sammlung. DS-Sammlung aktuell, PlayStation 2-Sammlung wahrscheinlich, Switch-Sammlung, alles Mögliche an Konsolen. Heute gibt's mal was anderes. Spiele wird man trotzdem sehen, aber worum geht's? Ja, es geht um was anderes und zwar in den 2000er-Krempeln. Da habe ich ein Video vorgestellt von Winx Club zum 20-jährigen Jubiläum. Ja, und daraufhin, ja, zu diesem Anlass hatte ich dann quasi so eine kleine Hype-Phase, habe einiges hier an Artikeln und Produkten von Winx Club. Aber soll man das wirklich vorstellen? Das ist doch alles nur für Mädchen. Das kann man doch gar nicht machen, oder? Darüber so zu sprechen, so offen, oder? Schwachsinn, ich mach's trotzdem und wir haken direkt mal die Spiele ab. Ja, für die, die geil sind auf Spiele auf meinem Kanal, ja, die darüber informiert werden wollen, was ich so für Spiele habe, habe ich ja schon mal gezeigt, gibt's Winx Club für die PS2 von 2005. Ja, das ist das allererste Spiel. Das ist auch immer mal schön zu merken bei den Logos, wenn das so ein grünes Logo ist oder so ein rosanes hier, ja, dann ist es eigentlich in Ordnung, dann ist das das gute alte Zeug, will ich jetzt mal sagen. Aber bei den DS-Spielen, da habe ich 4 Stück, 8 gibt's. Wenn er jetzt zum Beispiel hier bei Winx Club Magische Feenparty, wenn dann hier so ein rosanes anderes Logo ist, kein Glitzer, aber so ein moderneres, ja, da kommen wir schon zur Zeit. Das ist so ab Staffel 4 kam dann dieses Logo. Da habe ich zum Beispiel hier die Spiele Quest for the Codex, Believix in You von Staffel 4, ja, die Feenparty und dann ja noch gekauft beim Flohmarkt hier, Secret Diary. Ja, sind ganz basic Spiele, teilweise Jump'n'Runs, teilweise auch, naja, Grafik ist cheap, aber ist halt typisches, ja, aufgebaut so ein bisschen für Mädchen, je nachdem, wie modern das Spiel ist. Ich meine, hier ist viel zu viel rosa und hier ist aber noch relativ geil, sage ich jetzt mal. Grundlegend will man ja erstmal die Serie gucken, beziehungsweise hat sie dann geguckt, ja, sonst würde man sich vielleicht nicht solches Zubehör oder was weiß ich jetzt noch kommt kaufen. Deswegen geht's gleich mal los mit der DVD-Box zu Staffel 1. Das war damals wirklich noch wie so eine Art Kassette, DVD hier von der Verpackung. Hier sind wirklich mehrere CDs drin. Und hier ist ja wirklich so eine komplette Edition, komplette Staffel. Sowas ist halt immer, ja, meistens wichtig, je nachdem, weil es gibt auch diese ganzen Boxen, wo nur irgendwie 5 Folgen drauf sind, Volume 1, Volume 2 und so weiter. Und da kannst du dir halt wirklich das ganze Regal vollstellen. Gefällt mir persönlich nicht, ist aber das alte komplett von der ersten Staffel. Um es kurz zu machen, hier sind Staffel 2 und Staffel 3. So, das ist jetzt schon wieder so ein Pappschuber. Hier ist es das Ganze ein bisschen geiler. Da habe ich einmal Staffel 2, wo einmal von den DVDs, sage ich jetzt mal, ja, da ist eine Schiene kaputt, die hält jetzt hier, aber irgendwo würde dann, ich glaube, die CD hier rausfallen. Tatsächlich, und da habe ich mir gedacht, Mensch, gehst du mal zu eBay? Einfach nur mal geguckt aus Spaß. Gab es natürlich wieder Auktionen, einfach mal 1 Euro geboten, vielleicht ist gut, vielleicht nicht, könnte man upgraden. Ja, Pech gehabt. Kostet schon wieder auf 30 € hoch, die Leute geiern da drauf. Also die Boxen, alle wie sie sind, muss man wirklich Glück haben in der Auktion. Ansonsten um die 30 € würde ich mal sagen pro Box. Ist schon ein stolzer Preis, würde ich jetzt sagen. Habe ich jetzt nicht unbedingt ausgegeben, je nachdem, was für Auktionen waren, was du so gekauft hast, aber ist schon krass. Was ist das denn jetzt hier? Tatsächlich ist das ein Sammelalbum. Ja, Sammelkarten. Es gab auch Karten, natürlich, wie es alles damals gab. Karten, Sticker und so weiter. Es gibt auch Stickerboxen, sogar noch eingeschweißt bei eBay. Sowas habe ich zum Beispiel nicht, weil es war mir einfach zu teuer. 35 €, klar. Das ist wirklich so ein Blister, da ist ein haufenweise Sticker drin. Da habe ich auch überlegt, 2 Stück für 65 €. Da kann man eins aufreißen, eins in die Vitrine stellen, aber das sind halt eben alles Kosten. Sind halt eben wirklich Karten hier mit dabei. Das war gar nicht so teuer. Wie viel Geld habe ich da ausgegeben? 6 €, was echt, war relativ billig abgeschossen hier. Weißt du, es sind auch Doppelte dabei und sowas, aber ich habe die Karten jetzt nicht nachgekauft. Das war wirklich so ein Ding. Krass. Was ist das denn? Metallkoffer? Ja, das ist aber nicht einfach nur ein Metallkoffer. Also für mich ist es ein leerer Metallkoffer, wo man Sachen reintun kann. Aber grundlegend kann man den hier aufmachen. Und dann ist hier quasi auch noch, oh Gott, so ein Spiel drin und sogar so ein Poster. Auch in dem hier ist ein Spiel drin. Und ja, jetzt kommt's, Poster und Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, Aufbewahrung ist was anderes, ne? Wenn man das hier rausnimmt, eventuell. Aber das gehört schon dazu, zu diesem Zeug hier, was da drin ist. Das ist halt eben was anderes. Und es gibt noch einen dritten Koffer. Ja, wer mich kennt, ich schiel da schon ein bisschen drauf, diesen dritten Koffer noch zu nehmen. Der ist halt rosa, hier oben am Griff. Aber ja, ist noch von dem alten. Also
Boah, jetzt kommt auch noch eine Rarität. Also Zeitungen. Ja, Rarität, Zeitungen ist immer so eine Sache. Kleine Kinder haben eine Zeitung, gucken sich das an. Wollen das Spielzeug hauptsächlich, irgendwann wird es vielleicht mal weggeschmissen, keine Ahnung. Und da geht es wirklich los, 2004, 2005, mit diesen ganz alten Zeitungen. Und da hat Panini damals noch angefangen. Und die haben ja wirklich Ende 2004 angefangen, Anfang 2005 war schon wieder Schluss. Wie viele Zeitungen die rausgebracht haben, keine Ahnung. Ich habe die 3 Stück und das sind wirklich Raritätenstücke. Geht jetzt mal zu eBay, würdet die gar nicht finden. Kann ich ja mal ein Flo Blättert dazu machen. Flo Blättert, wer kennt noch die Reihe? Hatte ich auch mal ein paar Folgen. Über 2007 zum Beispiel hinweg noch, da haben wir zum Beispiel Preise von 2,50 €. Selbst 2004 haben wir noch 2,50 € und die sind sogar mit über 60 Seiten tatsächlich. Die haben sich über die Jahre nicht wirklich verteuert. Also damals das Aktuellste von 2020, die haben ja dann, als die Pause war, Panini war weg, hat dann Blue Ocean, die ja auch ab und zu, also die auch andere Zeitschriftenmarken machen, die rausgebracht. Das ist jetzt so ein Heft, würde ich jetzt nicht wirklich behalten. Ich würde auch ein paar von den neueren vielleicht verkaufen, weggeben, weil das war einfach nur von dem Set. Weißt du, es geht mir nicht um die große Kohle. So, ist schön von dem Panini sowieso und den älteren, aber sowas hier würde ich dann tatsächlich wieder abgeben. Das ist keine Ahnung. Vielleicht kann es auch jemand anderes lesen. Ist gut, Comics, das geht, aber der Rest. Das ist gar nichts von dem alten Zeug, das kann man jetzt noch im Shop kaufen, ist sogar hier noch zu, weil noch nicht benutzt. Das ist tatsächlich eine Tasse. Ja, eine Tasse, die gar nicht mal schlecht aussieht, aber weiß ich eben noch nicht, ob die in Benutzung gehen wird. Auch wegen Spülmaschinenfestigkeit, so muss man dann immer gucken. Oder sogar eine Mütze, wo es ja schon hieß, ist es dir denn nicht peinlich, damit rumzulaufen? Naja, ich war jetzt noch nicht so oft mit dieser Mütze draußen unterwegs, sage ich jetzt mal, weil das Wetter auch dementsprechend noch nicht ist. Aber ja. Also wie ihr seht, es ist einiges in der Sammlung, sage ich jetzt mal vom Winx Club, aber hier wird keine Wand voll gestrichen. Hier gibt es auch keine Bettwäsche, hier gibt es kein Kissen. Das Einzige, was vielleicht noch in der Überlegung ist, ist dieses Sticker-Blister-Pack, aber vielleicht auch wirklich nur eins für die Vitrine. Und dieses PSP-Spiel, da kommen wir noch in einem Neuzugangsvideo dazu. Aber ansonsten ist das ja hier, wow. Ein Fanboy ist am Start, wow. Ich habe nicht mal von SpongeBob annähernd so viel, wenn überhaupt. Hier ein, zwei Spiele, ja, aber das war's dann auch schon wieder. Gut, ja, das war's jetzt mit dem Video. Wir sind damit durch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.